Ich brauche eure Dienste nicht. Ihr seid frei und solltet lieber machen, dass ihr wegkommt. Nein, wir fragen sie erstmal, ob sie mitkommen möchte. Ich freue mich, eure Kriegsgruppe anzugehören. Ihr werdet eure Entscheidung nicht bereuen. Ein Wort der Warnung vorweg. Nehmt euch vor dem Hund in Acht, der mich versteinerte. Tranzig nannte er sich. Ja, von Tranzig haben wir schon gehört. Er war im Dienst einer Söldnergruppe, aber ich kenne ihren Namen nicht. Ich will ihn tot sehen, bevor ich die Küsten der Heimat erblicke. Ja, Branwen können wir leider nicht mitnehmen, weil wir nur 6 Leute in der Gruppe haben können. Deswegen müssen wir sie leider rausschmeißen. Beim Schild von Tempus. Wir haben gut und tapfer gekämpft. So Tempus will, werde ich vielleicht eines Tages einmal wieder an eurer Seite kämpfen. Ja. Wir haben auf jeden Fall eine Aktualisierung. Ich habe eine Priesterin namens Branwen befreit. Anscheinend wurde sie von einem Zauberer namens Tranzig in Stein verwandelt. Ich sollte mich also besser vor ihm in Acht nehmen. Was wollt ihr? Ja, von Tranzig haben wir schon gehört. So, hier sind noch weitere Zelte, in denen wir noch nicht drin waren. Wir gucken erstmal in das große Zelt hier. Hinein. Beinahe unter meiner Würde. Das sieht aus wie ein Händlerzelt mit Waffen. Alle meine Sachen sind echt, das garantiere ich. Hallo, ihr dort. Sieht mir aus wie echter Abenteurer. Ihr, neue Ausrüstung? Meine Preise mögen zwar ziemlich hoch sein, aber was soll ich tun, wo das Eisen doch gerade knapp ist? Ja, er verkauft uns nicht wirklich was Interessantes. Aber bei ihm können wir Sachen verkaufen. Zum Beispiel die Fläschchen mit der Flüssigkeit. Da noch ein kleines Wort. Ich habe ja ziemlich am Anfang erwähnt, dass ich Unfinished Business Mod installieren wollte. Im Unfinished Business hätten die Fläschchen noch eine Verwendung gehabt. Hier leider nicht. Deswegen kann ich sie einfach verkaufen. Hier kann ich auch die Schilde loswerden. Hm, wie praktisch. Und den trüben Heiltrank. Ihr seht übrigens, hier sind die Tränke 200 Goldmünzen wert, die wir vorhin für 50 gekauft haben. Sogar 250. Aber nee, die behalten wir. So haben wir von dem Betrüger doch noch ein Schnippchen geschlagen, hä? Sehr schön. Ja, nichts leicht. Wir haben... Gut. 100% Gewinn, nee, sogar 200% Gewinn gemacht. Dadurch, dass wir den Trank jetzt für 25 gekauft haben und für 75 verkauft, haben wir 50 Goldmünzen Gewinn gemacht. So, noch ein Händler. Ich hoffe, euch gefällt der Jahrmarkt. Die Zeiten sind schlecht, trotz dieser seltsamen Geschichte mit der Mine und diesen lästigen Räubern. Die Zeiten sind nicht schlecht. Womit kann ich euch dienen? Was habt ihr für, hast du für Waren? Armbrüste und andere Fernkampfwaffen? Nein. Brauchen wir auch nichts. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Tut mir leid. Also ja, hier auf dem Markt verkaufen sie nur Standardzeug. Nichts leichter als das. Nächstes Zelt. Ist das hier? Mache ich sicherheitshalber einen Quicksave wieder, weil wie gesagt, in der im Naschke-Gebiet stürzt das Spiel gerne mal ab. Was verkaufst du? Du verkaufst Schwerter. Ja, Yahira könnte ein Krummschwert benutzen. Dann könnte sie auch ein Schild tragen. Nichts leichter als das. Darauf spiele ich eigentlich die ganze Zeit gerade an. So, da ist eine Kiste, da sind aber mir zu viele Leute in der Gegend, dass sich immer ein Verkleid. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Habt ihr Interesse an meinem Sortiment? Ich bemühe mich, die Preise trotz der Knappheit in meiner Ware niedrig zu halten. Der hier hat die schönen Sachen. Also den schönen Schmuck und Schutzformeln. Der nimmt uns auch sogar den Onyx-Ring an. Ab. So. Haben wir sonst noch was? Die Pantalons, die will keiner. Ah, hier ist noch ein Onyx-Ring. So.
Du hast ein paar hübsche Schmuckstücke. Ein Geschossamulett. Geschossheizkette, das verlorene Geschenk. Der Name dieser Heizkette geht auf seinen ursprünglichen Besitzer Ikedia Mornev zurück, der den Versuch unternahm, seine entführte Tochter zu befreien. Dem zu allem entschlossenen Vater wurde nicht viel Hilfe zuteil, aber ein gütiger und großzügiger Magier schenkte ihm diese Heizkette, die ihn bei seinem Anliegen unterstützen sollte. Doch die Heizkette ging verloren, als sie Ikedia in den Überfluss fallen ließ. Als er sich auf einer Hängebrücke gegen Räuber zur Wehr setzte. Gerüchte besagen jedoch, dass die Heizkette nicht noch einmal für die Wiedervereinigung der Familie benötigt wurde. Okay, das ist falsch herum. Also, dass die Heizkette noch nicht einmal für die Wiedervereinigung der Familie benötigt wurde. 6W6 Schaden. Das ist eine interessante Heizkette. Das Schutzamulett. Schutzamulett plus 1, auch wenn die 1 komisch aussieht, der Beschützer. Die königliche Garde von König Pironan, dem Herrscher über Impiltur, erhielt den Beschützer als ehrwürdiges Symbol ihres Status. Leider konnte sich die Garde jedoch nicht darauf einigen, wer das Amulett erhalten soll. Nach Jahren der Feindseligkeit untereinander ging es verloren und die Garde wurde durch bescheidenere Männer ersetzt. Auch nicht schlecht, das ist halt ein Amulett plus 1, so wie der Ring plus 1 und das Schildamulett. Dieses Amulett kann durch einen einfachen Befehl oder eine Berührung aktiviert werden, wobei mit jedem Einsatz eine Ladung verloren geht. Er hat die doppelte Wirkung des Magierzaubers Schild der ersten Stufe. Rüstungsklasse auf 4 und Bonus 5. Naja, okay, das ist nicht so interessant. Bonus plus 2 Rüstungsklasse gegen Geschossangriffe. Das Geschossamulett ist da irgendwie am interessantesten, finde ich. Will ich mir aber jetzt noch nicht kaufen. Ich will mir nur merken, dass es hier ist. Gut. Falls wir es denn wollen. Wer bist du? Ihr solltet den Schneider wechseln. Eure Kleider sehen einfach entsetzlich aus. Lord Binky, der Spaßmacher. Oh, wie unschick ihr seid. Ich meine wirklich, das ist ein Karneval, kein Gladiatorenkampf. Was für ein herrlicher Karneval. Was für ein herrlicher Karneval, meine Liebste. Oh, ihr werdet nicht lange ungestraft bleiben. Macht ihr euch über mich lustig? Tut ihr mich verspotten? Fort mit euch, Bettler. Okay, das war ein Witzbold, also ein Gaukler, der uns nachgeäfft hat. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Zordral, ihr dort bleibt zurück. Wenn einer von euch näher kommt, bringe ich sie um. Ich meine es ernst. Zwingt mich nicht, das zu tun. Ich brauche nur das letzte Wort meines Zaubers zu sagen und sie stirbt. Worum geht es hier überhaupt? Sie ist eine Hexe. Sie wird ihre Zauber benutzen, um die Kinder dieser Stadt zu vergiften. Sie wird das Vieh abschlachten und sie wird die jungen Männer verführen, sie zu ihren Marionetten machen. Sie muss getötet werden. Wir haben Düna hier in der Gruppe, die eigentlich auch eine Hexe ist. Und ja, wir kennen diese Situation. Hexe töten von unserem guten Teemagier, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe. Es war auf jeden Fall was mit E. Und ja, ich kenne den Namen nicht so gut, weil ich ihn meistens immer gleich töte, wenn ich mit Düna hier wieder in Nashkill bin. Deswegen denken wir mal, dass es hier dieselbe Situation ist. Nur halt, dass er hier noch ein Wort sagen muss und sie stirbt. Und das sollten wir verhindern. Ja. Genau, wir könnten ihn jetzt hier provozieren. Wovon redet ihr? Warum hegt ihr Vorteil gegenüber jemandem, der Magie benutzt? Ihr sagt selbst, ihr seid Magier. Schließlich wollt ihr sie mit eurem Zauberer töten. Reißt euch zusammen, ihr Narr. Macht ihr euch über mich lustig? Verspottet ihr Zordral?
Herr Diemer verspottet den großen Zorntrag. Ihr werdet für eure Anmaßung bezahlen. Ja. Bei der Sache. Jetzt ist er halt wütend auf uns. Was immer ihr braucht. Deswegen, bevor er hier jetzt böse zaubert, töten wir ihn einfach. Ja, beinahe unter meiner Und nehmen uns, was er bei sich trug. Und gucken uns noch weiter hier um. 900 Erfahrungspunkte. Haben wir auch einen Tagebucheintrag dafür bekommen? Nein. So, was hast du dazu zu sagen, ja, Benta? Ja, mein Freund. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich bin Benta. Ja, ihr könntet mich eine Hexe nennen, denn ich benutze Zauber. Ich habe jedoch nicht die Absicht, das Vieh zu töten oder die jungen Männer zu verführen. Zoltral ist ein alter Feind von mir, der mir und meiner Familie über Jahre hinweg viel Leid zugefügt hat. Wenn ihr nicht in diesen Moment hineingekommen wärt, wäre ich getötet worden. Ich muss euch noch einmal danken. Kann ich irgendwas tun, um euch zu helfen? Nein, eine gute Tat ist uns Lohn genug. Das ist natürlich sehr freundlich von euch, aber ich könnte euch nicht ohne ein kleines Abschiedsgeschenk gehen lassen. Hier nehmt den Trank, der bei allen heldenhaften Unternehmen hilft. Ein Trank gewonnen. Ein Heldentrank gewonnen. Das ist einer der mächtigsten Tränke im Spiel. Dieser Trank birgt eine verzauberte Kraft in sich, die eine vorübergehende Hochstufung bewirkt. Da die Wirkung ganze 10 Runden lang anhält, ist der Trank ein mächtiger Verbündeter in tödlichen Kampfhandlungen. Dieser Trank kann nur von Kriegern verwendet werden. Also Kriegerklassen. Paladin, also Kämpfer, Paladin, Waldläufer. 15 zusätzliche Trefferpunkte. ETW 0 plus 2, Schaden plus 2. Dieser Trank ist sehr mächtig. So. Du kannst ja leider die hier nicht identifizieren. Das ist die erste Robe, die wir gefunden haben. Die könnten wir ihr einfach anlegen. Da sieht sie schon mal etwas besser aus. Und ja, ich weiß, die Robe ist nicht verflucht, sonst hätte er sie nicht am Leib getragen. Gut. So, ein interessanter Jahrmarkt, nicht wahr? Kleine Kinder treiben sich hier auch rum. Na, die wollen auch Spaß haben. Mama hat gesagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Papa war in den Minen, aber Mama sagt, es ist da droben bei der großen Mama. Oh. Durch irgendetwas werden die Menschen in den Minen getötet und die Garde von Arm kann es nicht aufhalten. Warum auch immer, die haben so viele Soldaten hier und ich als Sechsergruppe habe es geschafft, die ganzen Kobolde da unten zu töten. Das ist sowieso immer eine interessante Sache an den ganzen Rollenspielen. Ja, großer Krieg und so weiter, keiner kann es aufhalten. Kommen 6 Möchtegerds in dem Fall. Und auf einmal ist die Sache erledigt. Hey Kollege! So, was ist jetzt? Was willst du denn? Guten Tag, betrachtet euch als Opfer vom Vitier, Meisterdieb und extraordinären Taschendieb. Keine Zeit zu plaudern. 100 Goldmützen eingebüßt. Und weg ist er. Nicht leichter als das. Knochen werfen, nein, danke. Was? Gut. Das ist also eine Glücksspielhalle. Das sind alle Spieler und bürgerlich. Wer bist du? Auch bürgerlicher. Ja, alles nur Glücksspiel und Abzocke. Ja, beinahe unter meiner Würde. Nichts leichter als das. Dann wird das hier drüben wahrscheinlich auch so ein Zelt sein. Glücksspielhallen. Naja, sind für einen Jahrmarkt auch nicht unüblich. Genau. Nur, dass wir hier nicht gleich ausgeraubt werden. 100 Goldmünzen werden uns einfach abgeluchst. Das glaube ich nicht. Versucht euer Glück mit Frau Timora! Ja, ich möchte gerne wieder raus, danke. So, haben wir noch viel? Nein, nur das Fitzelchen hier oben. Und dann sind wir auch schon mit dem Jahrmarktgebiet fertig. Mal sehen, ob wir noch mal Kobolde finden hier im Wald.
Ach, hier ist eine Tjost, ein Ritterturnier aufgebaut. Sogar sowas gibt es hier. Ist das nicht sogar hier zu sehen? Ja, genau, ist hier sogar etwas angedeutet, dass hier eine Tjost ist. Auf dem Bild. Also ja, Tjost ist der eigentliche Name für Ritterturnier. Oder der altertümliche Name.